Jo, hi Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin's mal wieder, euer Hennessy. Ja, in diesem Video möchte ich eigentlich über das Zeug von Lukas berichten. Und zwar habe ich jetzt schon letztes Mal ein Video gemacht gehabt, wo ich das einfach mit ins, mit in die Servolenkung mit reingemischt habe. Oder das Hydrauliköl, Mineralöl. Man darf das sozusagen 5% darf man auf 1 Liter mischen, was Mineralöl betrifft, also Servolenkung und so weiter und so fort. Man darf das auch sozusagen zu Getriebeöl mischen, das ist auch das Video, also das ist auch sozusagen der Grund, warum ich dieses Video mache. Ich habe das hier, wie gesagt, schon ins Getriebe mit reingemischt. Es geht hier um ein VW T5 2,5 TDI mit 174 PS. Das ist ein AXE-Motor, läuft soweit einwandfrei. Ich hatte hier schon viele Probleme mit den Wagen. Aber wie gesagt, hier möchte ich eigentlich berichten über das Zeug von Lukas. An sich gar nicht mal so schlecht, aber ich muss wirklich sagen, ich empfehle es nicht fürs Getriebe. Warum, werde ich auch jetzt gleich sagen. Ich habe jetzt alles schon durch. Habe jetzt hier 2, 3 Tests durchgezogen bzw. gemacht mit dem Zeug. Das Getriebeöl bzw. was ihr hier verwenden müsst, ist eigentlich GL4 75 W80. Und sobald ihr da was anderes nehmt, die 75 W90, fängt es eigentlich schon an, dass es etwas, also es lässt sich halt etwas schlechter schalten. Das merkt man eigentlich ganz gut, dann wenn es eigentlich, sagen wir mal jetzt der Wagen, wenn jetzt einfach mal stand oder wenn es einfach kältere Temperaturen sind. Also bitte nehmt da wirklich nur 75 W80 und sonst nichts. Ihr werdet sofort was merken, wenn ihr halt was anderes nehmt. Das lässt sich hier sehr gut spüren und ihr könnt mir vertrauen, ich habe echt schon alles durch mit diesem Wagen und ich kann nur empfehlen, verwendet einfach nur 75 W80 GL4, das was in eurem Fahrzeugschein bzw. in eurer Betriebsanleitung drin steht. Okay, nehmt wirklich nichts anderes. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier das alles schon mal gemischt und präpariert. Habt ihr jetzt, wie gesagt, schon 2, 3 Tests durch. Es ist nicht wirklich besser geworden. Im Gegenteil, es lässt sich am Anfang die ersten 10 Minuten schlechter schalten, weil das Zeug dann doch sehr dickflüssig ist. Und also ein Getriebe ist ein bisschen kompliziert aufgebaut. Ihr habt da so sogenannte Synchronisationsringe und so weiter und so fort. Das sind halt Sachen, die nicht so wirklich mitkommen, wenn das Zeug einfach viel zu zäh ist am Anfang. Von daher möchte ich eigentlich wirklich sagen, fürs Motoröl ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber hier in Deutschland zumindest, nicht in kälteren Ländern. Vielleicht im Süden auf jeden Fall ganz gut. Heute haben wir es Heute haben wir es glücklicherweise, glaube ich, 17 Grad. Habe ich das richtig gesehen? Also es wird wärmer. So, mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe irgendwas um die 17 Grad gesehen. So, was haben wir denn hier? Uiuiui. Bum, 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 bum. So, jetzt haben wir es 15 Grad, ganz genau. Also, wie gesagt, heute besser, auf jeden Fall, ein bisschen. Ich habe es gemerkt beim Schalten. Dennoch brauche ich meine 5 bis 10 Minuten, bis das Zeug auch wirklich komplett warm wird. Also, ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein VW T5. Das Getriebe hier braucht 2,7 Liter Getriebeöl. Ja? 2,7 Liter umgerechnet auf 3. Ja? Ich habe das jetzt mal aufgerundet auf 3 Liter. Das heißt, ihr braucht hier circa von dem Zeug Pi mal Daumen 600 Milliliter. Das heißt, wenn ihr hier 600 Milliliter sozusagen auf 3 Liter habt, dann ist es von der Mischung her perfekt eigentlich. Ich habe das dann auch wieder rausgelassen, alles was ich gemerkt habe, das ist immer noch ein bisschen zu viel. Dann habe ich nur 300 Milliliter auf, wie gesagt, also erneut wieder Getriebeöl kaufen müssen, nicht zu vergessen, 75 W80. Und davor hatte ich auch versucht, 75 W90. Vergesst das ganze Zeug, Leute, ihr werdet nur Probleme haben. Also ihr werdet hier Die Schaltvorgänge werden länger brauchen, weil ihr werdet merken, dass der Knüppel nicht so richtig will, wie ihr wollt. Und von daher müsst ihr euch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil ihr, wenn ihr dann zu schnell schaltet, dann riskiert ihr wirklich einen Getriebeschaden. Das andere ist auch, wie gesagt, dass es wirklich etwas länger braucht zum Aufwärmen. Das Zeug war schon wirklich dickflüssig. Ich habe das jetzt alles nicht auf Video festgehalten. Putz es mag schwind, genau, ja. Ich kann euch wirklich sagen, ich habe jetzt hier wirklich 2, 3 Tests durchgemacht und ich empfehle es nicht fürs Getriebe, zumindest nicht in unseren Ländern hier wie Deutschland, Schweiz, Österreich oder überall dort, wo es etwas kälter ist wie normal. Sag mal, ihr fahrt diesen Wagen in Portugal oder Spanien, dann ist es sicherlich gar kein Problem, weil da ist es tagsüber auch schon locker 22 Grad schon von sich aus. Also von daher habt ihr Wärmetemperaturen, das heißt, das Zeug ist natürlich dann auch nicht so zäh und sofort mehr oder weniger bereit eingesetzt zu werden, weil die Temperaturen dann halt dementsprechend auch passen. Aber hier
Bitte Leute, verwendet es nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. Es ist eigentlich Geldverschwendung, wenn ihr jetzt denkt, ihr holt euch das jetzt fürs Getriebe und wenn ihr denkt, ihr könnt euch da was Gutes tun. Ich empfehle euch lieber öfters Getriebeöl zu wechseln. Uiuiui, das wäre fast ein Unfall. Gut, ja, aber, oh mein Gott. gut, was wollte ich jetzt sagen? Wir fahren jetzt eine kleine Testfahrt. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier habe ich das 75 W80 drin gemixt mit 300 Milliliter von dem Zeug, weil ich habe es dann sozusagen noch mehr gestreckt. Es ist wirklich total dickflüssig, Leute. Nochmal, bitte hört auf meine Empfehlung. Nicht empfehlenswert für einen VW T5 in kälteren Ländern, so wie jetzt hier in Deutschland, okay? Auch wie gesagt heute, ja. Wie gesagt, wir haben es jetzt hier 15, 16 Grad. Richtig. Es lässt sich in den ersten 2-3 Minuten immer noch schlecht schalten. Ab den vierten Gang lässt sich sehr gut schalten. Rückwärtsgang geht sogar einwandfrei, habe ich gemerkt. Erster, zweiter, naja, in den ersten 5 Minuten, wie gesagt, etwas schwergängig. Der dritte flutscht dann doch etwas ganz gut. Ich sage es mal so ab 10 Minuten ohne Probleme sogar. Aber ihr müsst halt berücksichtigen, dass ihr das Zeug drin habt. Und das ist natürlich ärgerlich am Anfang, weil ihr dann immer beim Wegfahren immer wieder das im Hinterkopf habt, dass ihr nicht ungefähr, ich sage jetzt mal, dass ihr einfach warten ist, bevor ihr schaltet, weil ihr merkt dann praktisch ihr merkt es praktisch am Schalten, angenommen ihr seid im ersten, dann merkt ihr hier, es geht schwer, bis ihr dann reinkommt, ja, das ist das, was ich erklären will. Und das Gleiche ist halt, wie gesagt, auch wenn ihr dann praktisch gefahren seid, ihr drückt dann die Kupplung und wollt in den zweiten schalten, dann merkt ihr praktisch irgendwo hier unten, also jetzt bin ich hier sozusagen im Leerlauf drin, aber irgendwo hier merkt ihr dann, es geht schwer und dann müsst ihr langsam rein, weil wenn ihr da zu schnell seid und mit zu viel Kraft, dann macht's und ihr würdet das Getriebe mehr oder weniger kaputt machen mit der Zeit. Deswegen ist es nicht empfehlenswert, es sei denn, ihr habt wirklich Geduld, so wie ich, und ihr habt das sozusagen im Hinterkopf, dass ihr sowas mit reingemixt habt. Aber ansonsten, wie gesagt, lasst die Finger weg, nicht fürs Getriebe, Leute, wirklich. Bleibt auf euren 75 W80 GL4 ist das, was dieser Wagen braucht. Guckt dann eure Betriebsanleitung, was euer Wagen braucht, und dann wechselt ihr lieber alle 100.000 Kilometer, reicht bei einem Getriebe vollkommen aus. Und wie gesagt, ansonsten, ich habe das Zeug ja auch, wie gesagt, in der Servolenkung drin, im Mineralöl mit reingemixt. Da darf man aber allerdings nur 5%, worum ich auch wieder eigentlich, oder ja, ich muss da eigentlich auch wieder sagen, 5%, was ist das schon, ja? Was sind 5% schon auf 1 Liter Mineral, also beziehungsweise Hydrauliköl? 5% sind circa 50 Milliliter auf 1 Liter. 50 Milliliter auf 1 Liter, das ist so gut wie gar nichts. Also, naja, es bleibt euch überlassen, ob ihr euch der Meinung seid, ob das wirklich was helfen tut oder was nicht, weil 50 Milliliter auf 1 Liter, naja, ich sag da lieber nichts dazu, also auch die Grütze kommt nachher raus, beziehungsweise in den nächsten Tagen, da werde ich, wie gesagt, normales, ganz normales Mineralöl nehmen und ohne irgendwelche Additive oder sonst was. Das ist manchmal alles auch wirklich Blendung. Es gibt natürlich schon Additive, die wirklich helfen, aber ich bin hier, um euch die Wahrheit zu sagen. Ich möchte jetzt hier nicht gegen das Zeug sprechen. Das Zeug mag in wärmeren Ländern bei, ich sage es mal, Motoren, die erhebliche Probleme haben oder halt sehr viel Diesel verbrauchen, zumindest auch diese Motoren, die zum Beispiel gar kein Turbo haben, ja, da ist es natürlich interessant, weil ihr geht auch kein Risiko ein, dass es einfach zu dickflüssig wird für den Turbo selbst oder halt für euren Ölfilter. Ansonsten, wie gesagt, kann ich das natürlich dennoch empfehlen, wenn man es halt wirklich dezent mischt, mit sehr viel Vorsicht zu genießen bei einem VW T5, okay? Ein VW T5, fünfmal teurer, fünfmal mehr Reparaturen, fünfmal mehr Probleme, okay? So könnt ihr euch das merken. Mit dem VW T6 geht es ja weiter. Die Motoren sterben weiterhin aus. Aber das zählt dann alles. Das andere ist eigentlich, hat mehr was mit der geplanten Obsoleszenz zu tun. Ein bisschen kompliziert, aber da kann ich euch genug Input dafür geben, beziehungsweise da kann ich euch noch genug Informationen liefern. So, wir fahren jetzt los. Wie gesagt, ich habe das Zeug jetzt immer noch drin, wie gesagt, gestreckt auf 300 Milliliter, das Zeug hier. 300 Milliliter zu 2,7 Liter Getriebeöl, wobei man eigentlich die 2,7 Liter nicht mehr als ganz berechnen darf, ja, weil ihr habt ja als Gesamtmenge 2,7 Liter Getriebeöl, das heißt 2,7 Liter Getriebeöl minus 300 Milliliter, okay? Die Alina kann rechnen, 700 mal 300. Ha, ha, hopp, hopp. Na komm. 7 minus 3. 2000 irgendwas, weiß nicht. 7 minus 3. Hm, was macht das? 4. Hm? 400. Ja, also.
Ne? Also wie gesagt, ihr müsst dann euch dann praktisch vorstellen, ihr habt dann hier 2,4 Liter, weil ihr habt ja hier dann 300 Milliliter von dem Zeug und dann habt ihr dementsprechend die 2,7 als Getriebeölmenge drin. Von daher muss ich trotzdem sagen, vielleicht könnten wir es noch mehr strecken, ja, aber was hat es dann für einen Sinn, dass ich das überhaupt nutze? So Leute, wir machen jetzt eine kleine Probefahrt. Es war jetzt eigentlich... Ja, ich hoffe, ich habe euch genug Informationen darüber geliefert, wieso ihr das nicht nutzen solltet. Es sei denn, ihr habt wirklich Geduld und ihr nehmt dann halt in Anspruch, dass ihr halt die ersten 5 bis 10 Minuten erstmal total langweilig schalten tut. Aber wie gesagt, der Verkehr hinten, der wartet ja auch und dann seid ihr am Beschleunigen und müsst dann erstmal wieder langsam machen, weil ihr den Gang nicht richtig reinkriegt oder weil ihr da total vorsichtig rangehen müsst. Und das hält hinten den Verkehr auf, Leute, glaubt's mir. Also lasst die Finger weg, macht das nicht. Nutzt ihr einfach nur 75W80 GL4, da kann ich euch was Gutes empfehlen, von Manol zum Beispiel, läuft einwandfrei, die Schaltung läuft einwandfrei. Ich werde euch, wie gesagt, das Zeug von Manol, das Öl, was ihr eigentlich auch wirklich braucht für dieses Getriebe, werde ich euch in die Videobeschreibung mit einhängen unten. Das sind 4 Liter für 20 Euro, Manolöl ist sehr empfehlenswert momentan, also es hat sich echt einen guten Namen gemacht mittlerweile, genauso wie Rowe, Manol muss man einfach sagen, es ist empfehlenswert. So, es muss nicht immer Castrol sein oder halt Liqui Moly oder blablabla. Wie gesagt, Manol ist Preis-Leistung einfach top. Und genau, wir fahren jetzt los. Lange Rede, kurzer Sinn. So, das Handy geht an meine Tochter. Also viele Daumen nach oben für sie. Wir machen jetzt hier sozusagen ja, ein paar Schaltvorgänge. So, Anschnalle, gell? So. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Erster Gang. Ich schalte schon mal in den zweiten. Es ging jetzt einmal frei, wie gesagt. Wir rollen schon. Man muss jetzt hier schon wieder abbiegen. So, jetzt kommt der dritte. Ja, die ist lebensmüde. Okay, also heute, ich weiß nicht, das ist vorprogrammiert. Ich glaube, das hat was mit dem Coronavirus zu tun. Auch das Internet funktioniert nicht, alles voll mit Viren. Ja, wie gesagt, Leute, viele sterben auch schon früher, alleine von der Panik. Also bevor sie den Virus überhaupt bekommen, springen sie schon aus der Brücke runter, wegen der Panik. Also von daher, bleibt cool, Leute, keine Panik auf Titanic, es gibt Wasser für alle. So, wir fahren jetzt noch ein bisschen. Jetzt geht es für mich nach links, unten den zweiten. Ja, ging auch wieder einwandfrei. So, kleine Kinder unterwegs. Muss ein bisschen langsam tun, Leute. Das nächste Kind und dann haben wir freie Fahrt gleich. So. Wie gesagt, bis jetzt läuft's, aber ich bin halt schon gefahren. Mein Wagen ist schon bereits auf Betriebstemperatur von 90 Grad. So, kann man das sehen? Ja? Nicht so gut. Gut, jetzt kann man es sehen. Ja. So Leute, ein Wagen kommt noch und dann sind wir dran und los geht's. Und da haben wir vor uns ein Baustellenfahrzeug, also heute ist echt Halligalli. So, nicht zoomen, zurück. Genau, wir brauchen die Kennzeichen nicht von den anderen. Jetzt haben wir gleich eine Anzeige oder so. So. Ja, es geht ganz gut, Leute. Wie gesagt, manchmal, wenn es halt kalt ist, habt ihr das Problem, dass ihr beim Schalten schon merkt, da wird es kurz hartnäckig. Ja? Und da muss ich euch sagen, bitte seid da vorsichtig. Okay? Ihr braucht da wirklich viel Geduld und vor allem müsst ihr ständig im Hinterkopf haben, dass ihr halt diesen Zusatz mit drin habt. Fünfter Gang geht auch einmal frei. Alles andere geht dann auch. Also sechster, der ist reingeflutscht. Vierter wieder. Gut Leute, wie gesagt, es ist okay, wenn ihr dann mal gefahren seid, wie ich schon besprochen habe. Das Zeug wärmt sich auf, es wird flüssiger, es wird nicht mehr so zäh, aber am Anfang kann ich das euch leider nicht empfehlen, wirklich. Also
Das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt es natürlich gerne alles testen auf eure eigene Gefahr. Es geht natürlich auf euer Geld. Man zahlt ca. 20, 25 Euro für die Flasche. Lohnt sich dann? Ich meine, man kriegt hier 4 Liter 75 W80 GL4 von Manol für 20 Euro. Also bleibt es euch überlassen, ob es sich fürs Getriebe lohnt. Meine Meinung nach, nein. Ich habe alles wirklich schon durch. Ich habe jetzt mehrere Tests durchgezogen, war jetzt schon 2-3 Mal unten, habe jetzt sozusagen das Zeug dann nochmal gestreckt und dann nochmal Getriebeöl gekauft und nochmal versucht, dass es mehr oder weniger auch sich auch lohnt. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt auf 3 Liter Getriebeöl dann nur, keine Ahnung, 50 Milliliter von dem Zeug mit rein tue, weil dann kann ich es auch gleich lassen. Ja? Das will ich euch versuchen zu erklären. Ansonsten fürs Motoröl, das ist das nächste Video. Da habe ich auch schon mein Präparat schon dazu gemixt. Ich fahre hier allerdings 5W40. Wenn ihr ein Auto habt oder ein Fahrzeug habt, wo ihr 10W40 oder 10W60 fahrt, dann müsst ihr mit dem Zeug von Lukas so oder so aufpassen, weil das 10W40 und 10W60 ist ja schon sehr dickflüssig. Von daher dürft ihr es gar nicht so sehr strecken bzw. so mit reinmischen. Da werden die 20%, die angegeben sind, da würde ich eher sagen, macht da lieber nur 10%, weil ihr habt schon dickes Öl. Aber wenn ihr hier zum Beispiel 0W30 Öl fahrt oder was auch immer, dann natürlich könnt ihr die 20% von mir aus nutzen. So Leute, ich muss mich verabschieden. Die Bullen stehen vor mir mehr oder weniger und wir hören uns, okay? Alles klar und bis bald. Ciao, ciao.